Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Let's Play Together Pokémon Golden Edition Heart Gold. Ich werde dieses Spiel zusammen mit dem Toasty und der Hikari spielen. Beide sind auf meinem Kanal verlinkt und werden auch unten in der Videobeschreibung verlinkt werden. So, und ich berühre jetzt einfach mal. Ich brauche keine Infos. Aha. Na, hat er nicht ausgeschlafen oder was her? Was? Ist schon zu spät? Oh nein, ich habe verschlafen. Was bist du, alter Mann? Hol 83? Älter? Oh, entschuldige die Verspätung. Willkommen in der Welt der Pokémon. Wer bin ich? Wer bist du? Was mache ich hier? Ach ja, genau. Mein Name ist Professor Eich. Ich erinnere mich wieder. Wer bin ich nochmal? Ach, verdammtes Alzheimer. Ach ja, genau. Man nennt mich auch den Pokémon-Professor. Ist das dein erstes Abenteuer? Ich hab so ein bisschen Demenz, ich kann mich nicht erinnern. Haben wir uns schon mal gesehen? Ja? Nein? Egal, kein Problem. Ich erzähle dir alles über diese Welt, was du wissen musst, wenn ich mich daran wieder erinnern kann. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man, glaube ich, Pokémon nennt. Genau, Pokémon, so hießen sie. Hier! Was ist das? Eine blaue Maus! Hilfe! Maus! Nee, Pokémon, ich erinnere mich wieder! Wir Menschen leben mit den Pokémon ein Leben in Freundschaft! Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen! Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Was glaube ich eigentlich? Was ich tue, willst du wissen? Das würde ich auch gern wissen! Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Was machst du hier? Kennen wir uns? Ach ja, genau. Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Jetzt bin ich auch mal langsam neugierig drauf. Wen habe ich denn da vor mir? Sind wir uns schon mal begegnet? Wie heißt denn du? Ich habe schlechte Augen. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ja, wir sind natürlich ein Junge. Dann bist du also ein Junge! Ja, siehst du das nicht? Verrätst du mir auch deinen Namen? Ich bin ein bisschen vergesslich, weißt du? Aber natürlich, alter Mann. Wir heißen Gold, genau wie der Charakter, glaube ich, in Pokémon Adventures. Okay. Du bist also Gold! Hab ich doch gerade gesagt! Also Gold, ist startklar? Denn gleich tauchst du ein in dein ganz eigenes Abenteuer. Viele Erfahrungen warten auf dich. Schöne wie auch traurige. Große Träume und großes Abenteuer. Hier, in der Welt der Pokémon! Und jetzt lass mich weiter pennen. Leg einfach los. Wir sehen uns später wieder, wenn ich ausgeschlafen habe. Gute Nacht! Ach, dieser Professor Eich, ey. Schade, dass er so dement ist. Boah, da muss ich mal kurz husten. Was haben wir denn hier? Hier steht eine Wii. Auch in Johto sind alle ganz verrückt nach dieser Wunderkiste. So. Hier, PC. Lyra. Lesen! Abenteuer! Aufgeregt! Ich liebe Pokémon! Ja! Kurz und knapp. Hallo Mama! Ah, da bist du ja endlich, Gold. Du hast ganz knapp deine Freundin Lyra verpasst. Sie war bis eben noch hier. Es sah so aus, als würde sie mit ihrem Meryl
einen Wettlauf veranstalten. Ach übrigens, Professor Lind aus der Nachbarschaft hat nach dir gesucht. Er meinte, er habe eine dringende Bitte an dich. Du kennst den Weg, oder? Sein Labor ist schließlich direkt nebenan. Pass auf, dass du nichts Wichtiges vergisst, bevor du das Haus verlässt. Hier, packen wir alles, was du so brauchst, in diesen Beutel. Yay, wie Gott Beutel. Hier hast du deinen Trainerpass. Yay. Das kannst du benutzen, um dein Spiel zu speichern. Yay. Das hier wird dir auch eine große Hilfe sein. Yay. Probier's einfach mal aus. Berühren geht... Was? Soll jetzt berühren oder probieren? Keine Ahnung. Mal gucken. Optionen. Texttempo. Schnell. Tausch. Welches nehmen wir denn? Mal überlegen, mal gucken, welches nehmen wir denn? Na, ja, ich wäre dafür. So. Hey, der halbe Part ist schon rum und wir haben es jetzt nichts erreicht. Außer dass uns mit einem Merrill vor die Füße gelaufen ist. Und wir mit einem alten Mann gequatscht haben. Ja, das war Lyra. Diese Person da oben ist ganz und gar nicht verdächtig. Anquatschen! Ey du bist ganz und gar nicht verdächtig. Das ist also das berühmte Lind-Pokémon-Labor. Ey, starr mich nicht so an! Poke. Ich poke dich auch gleich zurück. Hallo, Mann. Was? Meinst du mich? Nein, ich bin nicht der Professor. Er hält sich weiter hinten im Labor auf. Hey! Ah, da bist du ja, Gold! Ich habe schon auf dich gewartet. Weißt du eigentlich, mit was sich meine Forschung beschäftigt? Pokémon in Pokébällen aufzubewahren und sie überall zur Hand zu haben, ist heutzutage nichts Besonderes mehr. Aber vor der Erfindung des Pokéballs haben die Leute ihre Pokémon alle mit sich spazieren geführt. Ja, genau wie deine Freundin Lyra. Pokémon in Pokébällen mit sich durch die Gegend zu tragen ist natürlich eine komfortable Sache, aber es lohnt sich auch, ihnen etwas Auslauf zu gönnen. Es ist nämlich gut möglich, dass dies beeinflusst, wie und wann sich deine Pokémon entwickeln. Und genau da kommst du ins Spiel. Ich möchte dir eins meiner Pokémon geben, damit du für mich untersuchen kannst, ob ein besonderer Bund zwischen dir und diesem Pokémon entsteht, wenn du es mit dir spazieren führst. Du kannst dir eins von diesen Pokémon hier aussuchen. Oh, ich habe eine E-Mail! Oh mein Gott, ich weiß, was eine E-Mail ist! Aha, lass sie mal an! Hör mir zu, ich habe da einen Bekannten namens Mr. Pokémon. Er ist immer gleich völlig aus dem Häuschen, wenn er meint, einen besonders seltenen Fund gemacht zu haben. Gerade eben hat er mir wieder eine seiner E-Mails geschickt, in der er mir versichert, dieses eine Mal wirklich etwas Besonderes gefunden zu haben. Höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei mal wieder um ein Pokémon-Ei. Aber meine Assistenten und ich haben leider gerade alle Hände voll zu tun. Was mache ich jetzt nur? Ich habe keine Ahnung, ich bin dumm. Oh, ich hab's. Du könntest der Sache doch für mich nachgehen, oder? Was sagst du? Dann muss ich hier nicht weg. Los, du darfst dir dafür auch eins der Pokémon aussuchen. Yay, unser erstes Pokémon. Berühre die Bälle, um nachzusehen, welches Pokémon darin steckt. Wir nehmen Feurigel. Willst du Feurigel, das Feuer-Pokémon? Natürlich, genauso wie der richtige Gold. Nehmen wir auch einen Feurigel. Gold erhält Feurigel. Willst du Feurigel einen Spitznamen geben? Aber natürlich. Dieses Feuerriegel wird
Wie kann es auch anders sein? Hannibal heißen! Natürlich bin ich damit zufrieden. Na, was sagst du? Mit einem Pokémon spazieren zu gehen ist schon eine sehr entspannende Sache, oder? Genieße das Gefühl auf dem Weg zum Haus von Mr. Pokémon. Und wenn dein Pokémon verletzt ist, kannst du es mit Hilfe dieser Maschine wieder heilen. Das geht ganz leicht. Du musst dafür nur den PC auf meinem Schreibtisch untersuchen. Ich weiß, was ein PC ist. Falsche Stimme. Ich weiß, was ein PC ist. Jedes Mal, wenn Mr. Pokémon auf Reisen geht, kommt er mit irgendeinem seltenen Fund im Gepäck zurück. Er wohnt nur ein kleines Stück nördlich von Rosalia City. Vielen Dank schon mal, Gold. Bah. Nein, nicht noch mehr Texten. Gold, hier, sieh das als eine kleine Entlohnung für deine Dienste an. Tränke erhalten. Und werden gleich verstaut. Wenn dir die Situation etwas zu brenzlig wird, solltest du deinen Pokémon ohne zu zögern einen Trank geben. Zu Beginn sind nämlich alle Pokémon noch leicht zu verletzen. Ja, ach nee. Yay, Lyra und Meryl. Gold! Das Pokémon, das du bekommen hast, ist ein Feuerriegel, stimmt's? Ach ja, das ist echt ein tolles Pokémon. Wenn du es zu spazieren führst, wird es immer zutraulicher werden. Vergiss nicht, dich manchmal umzudrehen und mit ihm zu reden. Oh, und warum stellst du es nicht auch mal deiner Mutter vor? Also dann, man sieht sich. Okay, dann gehe ich halt zu meiner Mutter. Oh, ich bin so langsam halt. Da wohne ich, oder? Bin ich auch schon zu vergesslich. Hallo Mama, guck mal, das ist mein neues Pokémon. Na, wie findest du's? Ach je, da hast du aber ein niedliches Pokémon im Schlepptau geholt. Hat dir das Professor Lind geschenkt? Was wollte er eigentlich von dir? Das hört sich nach Arbeit an. Aber manchmal ist es gut, von Leuten um einen Gefallen gebeten zu werden. Ach ja, fast hätte ich's vergessen. Dein Pokémon ist von der Reparatur zurück. Hier hast du ihn wieder. Yes, ich halte den Pokécom. Der Pokécom ist ein kleiner, tragbarer Computer. Wenn aus dir mal ein ordentlicher Trainer werden soll, kommst auch du nicht um so ein Gerät herum. Ach übrigens, mit dem Pokécom kannst du auch Telefongespräche führen. Weißt du, wie das funktioniert? Ja. Es ist ganz leicht, nicht wahr? Du musst nur den Pokécom anwerfen und das Telefonsymbol auswählen. Der Pokécom speichert automatisch die Namen aller Personen ab, die du anrufen kannst. Alles, was du tun musst, um den gewünschten Gesprächspartner an die Strippe zu bekommen, ist, seinen Namen auszuwählen. Kinderleicht, was? Bah, warum erklärst du es mir? Ich hab doch gesagt, ich weiß, wie es geht. Texte mich nicht zu, Mutter. Ich will wenigstens noch einen Pokémon-Kampf machen, ey. Nose! Ey, warte mal eben! Mann, beinahe hätte ich's vergessen. Ich wollte dir noch meine Telefonnummer mit auf den Weg geben. Yay, unnötige Telefonnummer von Professor Lind. Gut, wenn es irgendetwas geben sollte, rufe ich dich an. Mano, jetzt ist der ganze Part schon rum und ich habe noch nicht einmal kämpfen können. Verdammte Axt! Naja. Dann stelle ich mich mal hier hin und sag dem Toasty so: Geh da lang. So, da lang. Nach links. Immer weiter nach links. Also dann, bis in drei Parts. Nächster Part bei Toasty. Übernächster Part bei Hikari. Tschüss, Leute.